Der Tod ist statt überbegehrt. Ich sterbe für mein Volk. Oh mein Gott. Alles zurückbleiben. Die Stadtwache von Markarth hat alles unter Kontrolle. Wir sind keine Abgeschworenen. Also, das sagst du, aber der Typ, Waylon, ist ein Abgeschworener. Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Eltris, ich war dort. Er hat mich fast umgebracht. Es tut mir so leid. Ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht richtig aus. Wisst ihr irgendwas über den Angriff? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Mäh zu viel im Gast aus Silberblut. Gehört dieser Zettel euch? Was soll ich das bedeuten? Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Mhm. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Okay. Ich hoffe, euer Aufenthalt im Markarth wird angenommen. Der Typ ist mir hier irgendwie ein bisschen... Hä? Muss er denn jetzt? Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Ja. Geht weiter. Das hattest du schon gesagt. Eltris. Recht eigenartig. Margaret wurde ermordet. Was kann der in Kilmer zu uns sagen? Margaret. Er hat sie getötet. Vor meinen Augen. Kannten Sie sie? Wer war sie? Sie ist eine Reisende aus der Kaiserstadt. Jeden Tag hat sie sich nach Schmuck für ihre Verwandten zu Hause umgesehen. Warum sollte sie jemand töten wollen? Das ist eine... Das ergibt keinen Sinn. Ich wollte eigentlich etwas kaufen. Tut mir leid. Ich glaube, ich kann momentan nichts verkaufen. Das kann ich verstehen. Was geschieht mit dieser Stadt? Und was geschieht hier gerade eigentlich mit den Nebengeräuschen? Also... Voice ist ganz laut, aber das andere ist irgendwie ein bisschen... Boah, das ist immer wieder so laut, Alter. So. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim. Da vorne ist er. Hey, warte. Zeit zu gehen. Was gibt es? Mhm. Wo willst du da rein? Schrein von Talos. Okay. Also da wurden wir ja glatt in was mit reingerissen. Das scheint irgend so eine Mine zu sein oder so. Mal hier oben. Was haben wir hier? Wachturm. Na, ich glaube nicht, dass wir in den Wachturm rein dürfen, aber... Markarth, ja, das ist eine Stadt. Die hat's in sich. Ey, wo ist mein? Ach, da bist du. Ja, die hat's irgendwie in sich. Und wir müssen mal schauen. Was wir denn jetzt noch so machen wollen. Ups, das war der falsche Weg. Okay, jetzt geht's eigentlich hier raus. Wir wollten ja eigentlich nicht in Markarth groß was machen. Wir wollten eigentlich nur Markarth entdecken. Muss mal kurz gucken. Was wollten wir denn jetzt eigentlich noch? Lies Illyrius Nachricht des Tudor Mall. So, gucken wir mal. Ja. Wo haben wir denn? Da. Da ist Eltris Nachricht. Abgeschlossen. Eltris Nachricht. Trefft mich beim Schrein von Talos. Die Verschwörung der Abgeschworenen. Begib dich zum Schrein von Talos. Ja, also, davon mal ab. Das würde ich jetzt gerne noch nicht wirklich machen. Ich würde jetzt ganz gerne mal die anderen machen, damit wir endlich mal irgendwie vorankommen jetzt auch in unserer Story, weil
Ich weiß nicht, kann vielleicht einer mal in den Kommentaren reinschreiben, was das so bedeuten hat, wenn die Schriften jetzt größer oder kleiner soll das jetzt heißen, hier zum Beispiel Saldius Erkenntnis. Ist das jetzt eine ganz wichtige Quest oder ist das nur rein zufällig so groß? Was war denn das jetzt hier? Uragroschub ist auf der Suche nach den Schriften des erstmaligen Schaldor, um sie zu nutzen. Hat er mich gebeten, ein weiteres Exemplar zu schaffen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. Und daher würde ich sagen, auf nach Reach. Neu vielleicht ist auch jetzt, ich habe die neueste Sky UI 4.0. Und da läuft das Ganze mit halt auch den Bildern schneller als vorhab. Kann ich also ganz gut immer empfehlen. Und wer noch nicht gesehen hat, ich habe eine neue Follower-Mod rausgebracht. Ich habe die Süße aber jetzt nicht mitgenommen. Ich bin denn doch bei meinem... Hier drin. Hier in Markarth befindet ihr euch in der sichersten Stadt von Reach. Ah, alles klar. Ah, hier. Und, da nehmen wir das Gold erstmal mit, ne? Und ich würde sagen, wir schauen mal. Oh, da sind so viele Dinge. Das wird bestimmt jetzt hier noch mit dem Ding zu tun hat. Hier Local the Black Exocene. Das muss ich dann jetzt auch mal ganz kurz ausschalten, damit uns das nicht auch noch. Und investigate the Lost Town Good Overlook. Mal sehen, ob wir da auch irgendwas finden. Was haben wir hier? Findet Charles, okay. Und hier haben wir Investigate Lost Tongue Overlock. Okay, dann schalten wir das auch erstmal kurz aus. Damit wir jetzt hier nicht komplett durcheinander kommen. So. Und irgendwo war noch jetzt. Da. Findet Charles in Hilduns Grab. Ich glaube, da waren wir auch schon mal gewesen. Ja, da waren wir schon mal gewesen. Gut, dass wir, wenn ich hier so Höhlen finde, dann gehe ich immer wenigstens einmal kurz ran, so dass ich sie auf der Karte markiert habe, damit ich dann, wenn es mal zu einer Quest kommt, ich diese ganz schnell bereisen kann. So. Ja, und ich würde jetzt auch sagen, wir fangen jetzt mal ein bisschen mehr an, dass wir jetzt die Hauptstory von Skyrim mit Gina beenden, ja, oder durchgehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter rüber nach Dorngard, zu Dämmerwacht. Und dann, wie gesagt, nach Dragonborn, nach Solstheim. So, da ist auch schon My Draven. Und, ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's zu Shaldiors Erkenntnisse. Oh. Ah. Oh, bei Kühne. Habt ihr mich erschreckt? Ja. Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Ja. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt. Oh mein Gott. Was ist in dem Grab? Val Sveran. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Okay. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Okay. Er ist da rein, um unsere Familiengruft zu schänden. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen-Totenbeschwörungen missbrauchen. Nichts für ungut. Ich meine, ihr interessiert euch sicher nicht für so etwas. Nö. Meine Tante ist ihm hineingefolgt. Aber sie ist nicht wieder rausgekommen. Ja. Und ich habe Angst, allein reinzugehen. Das glaube ich dir. Okay. Großartig. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr vorausgehen. Okay, begonnen die Uhr. Dann haben wir gleich zwei Questen hier. Auch nicht schlecht. So, gucken wir mal, was können wir hier noch mitnehmen? Salz können wir noch mitnehmen. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Nö. Liegt hier noch irgendwo was Wichtiges? Nö. Ja, dann würde ich mal sagen, dann werden wir wohl gleich zwei Questen mit einer Fliege klatschen. Und zwar, wie gesagt, die Shaldiors Erkenntnisse und jetzt gerade das mit dem Grabtypen da.
Ja, das ist doch recht freundlich. Wir sollten Walsveran stoppen. Was? Was? Okay. Ja, hier haben wir erstmal einen Draugr. Und verdammt, ich hatte mir diese Laterne noch, wir müssen schleichen, die Laterne noch rausgesucht. Aha, okay. Müssen wir nur mal schnell gucken. Und zwar, so. Achso, die haben wir, lassen wir ja schon immer automatisch absammeln. War da oben noch eine Tür? Hier war doch noch irgendwo eine Tür. Fallenauslöser. Autopick. Coole Sache. Mehr ist hier jetzt nicht drin. Toll. Dafür der ganze Aufwand? Ihr nehmt ihn mal weg. So. Da ist ein Thron. Da ist nix. Da ist ein Stein. Da ist ein bisschen Leintuch. So, jetzt haben wir das da angezündet. Ah, okay. Gucken wir mal, was hier drin ist. Da ist nur Met. Stand ja auch Met fast drauf. So. Ist hier noch irgendwo was? Nö. Hier ist nur Met. Was? Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Was? Ich habe genug von euch! Ja, sie haben aber alle genug von uns, ne? Fuß! Bro! Ich dachte eigentlich, hier vorne wäre noch Dings gewesen. Knoblauch. Das ist auch gut. Ein Stück Brot. Oh, Agner. Nein. Tante Agner. Tja. Talos. Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen rein? Tja, Agner. Er hat die Tür verriegelt. Okay. Nur die Götter wissen, was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt. Agner hat mir einmal erzählt, dass es weiter hinten einen geheimen Raum gibt, wo in Ungnade gefallene Mitglieder der Familie begraben wurden. Okay. Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer. Wir können es versuchen. So. Ich würde sagen, dort geht lang, ne? Schleichen wir noch ein bisschen. Wollen ja mit Schleichen auch ein bisschen besser hochkommen. So. Die gehören meiner Familie. Ja, und... Na gut. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, solange ihr mir helft, wahlslos zu werden. Ja, wollte ich ja wohl gerade sagen, mein Freund, ne? Also. Dann schauen wir mal, was sich hinter diesem Typ verbirgt. Alles tote Leute. Alles tote Leute.
Vorsicht! Hier ist irgendwo ein Kopfschalter. Fuß! Ruh! Sagen, wir haben hier so ziemlich alles niedergebrettert. Nups. Wir nehmen hier alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, Freund der. So. Wo wollen wir lang? Gucken wir mal. Ups. So, ich glaube. Ach, Mensch, ist Kinder, Junge. Alter. Ich bin immer noch wirklich fast schon der Annahme. Keine richtig mehr auf. Also ich glaube, ich habe da in diesem scheiß Mod irgendwie mir. Das ist doch, weil das ist doch schon total. Ich bin richtig und trotzdem. Er bricht trotzdem immer wieder ab. Echt ein bisschen witzlos. Kannst du echt weitermachen bis. Dann leck mich jetzt am Arsch. Hab jetzt keinen Bock mehr.